So, Backpackt aus, einmal ganz anders, einmal auch an einem anderen Ort. Sie werden das schon im Hintergrund hören. Das sind Geräusche von der CeBIT 2010. Und Sie werden es auch sehen, hier sind eben Besucher da. Hier machen wir jetzt auch für Backpackt aus einen Versuch. Denn diese Tastatur, die hat man mir einfach eben mal in die Hand gegeben, hat gesagt, mach mal. Und Sie sehen, das ist hier eine Tastatur. Hier, das ist ein Mauspad, kann aber auch als Anzeige genommen werden, dass man da also so Applikationen sich anzeigen lassen kann. So. Und jetzt drehe ich das Ganze ein bisschen rum. Und wir haben jetzt hier einen VGA-Anschluss. Das heißt, da können wir einen Bildschirm dran anschließen, einen Computerbildschirm anschließen. HDMI, da können wir einen Flachbildschirm anschließen. Netzwerk, dann haben wir hier die WLAN irgendwie vom Zeichen her, Ausgang und da ist ein Kopfhörer und da ist irgendein Schalter und das ist das Netzkabel, was natürlich hier jetzt abgezogen ist. Im Moment arbeiten wir hier mit einem Akku, der soll so ungefähr 4 Stunden wohl halten. Und zum Schluss noch die drei USB-Stecker. So, dann sehen wir hier noch eine Antenne und das ist wahrscheinlich neu, denn die gehört zu dem Wireless Entertainment. Das ist, man nennt das UWB, das neue Frequenzband, wo man drahtlos mit einem Fernseher kommunizieren kann. UWB heißt Ultra Wideband oder Ultra Wideband, wenn man es amerikanisch aussprechen will. So, also hier drin ist WLAN, damit kriegen wir die Informationen hier rein. Hier drin ist ein Prozessor, und zwar ein Intel Atom-Prozessor mit 1,6 GHz Taktfrequenz, und zwar ein Single-Atom-Prozessor. Hat seinen Grund, wie man mir sagte, weil die Dual-Cores werden natürlich bedeutend heißer, und da müsste man eine aktive Kühlung einbauen. Das Ding würde dicker werden, und hier ist sogar schon hier die Oberfläche, dass die hier so gebürstet ist, Aluminium gebürstet ist, die gehört schon zur Kühlfunktion. Das heißt, wenn ich das hier so auf den Knien habe, ich merke, da ist etwas drin, da ist ein bisschen Wärme, aber nicht heiß. Und ja, und jetzt geht's einfach mal los. Jetzt probiere ich da mal was mit zu machen und möchte gerne Ihnen zeigen, da schauen Sie mal, ein Browser ist aufgerufen und ich versuche hier einfach einmal unsere Seite aufzurufen. cczw2.de und abschicken. So, da sehen wir es ja und ich gehe mal hier kurz auf, hier mit der Maus ganz nach rechts und fahre das mal hoch. Wir sehen da, wie wir da gearbeitet haben bei uns im Studio auf der CeBIT. Wir mussten den Ventilator nach unten kippen, damit der die Platine kühlte. Und hier ist Arne, unser Kameramann, der auch jetzt hier diesen Beitrag filmt. Er schneidet einen Beitrag. So, jetzt wollen wir aber mit dieser Anlage hier einmal einfach natürlich auch mal ein Video uns anschauen. Und wir gehen wir mal zu YouTube. Wo ist meine Maus? Da ist sie. Und ich drücke da einfach nun drauf. Und da geht ein vorbereiteter Rahmen schon auf. Wir sehen das hier, entsprechende Qualität von YouTube. Und ich drücke auf den Start. Und wir sehen jetzt hier ein Video, wie diese Tastatur dort gezeigt wird. Und natürlich kann man sich auch Filme anschauen. Man kann auch bessere Qualitäten da rein tun, dass der ganze Bildschirm ausgefüllt ist. Es ist ja ein Fernsehgerät. Und dann kann man natürlich mit diesem Gerät hier auch noch völlig andere Sachen machen. Sie können ihn benutzen wie einen richtigen Computer. Und Sie können das Ganze mitnehmen hier auf eine Couch. Ein Akku ist drin, er hält etwa 4 Stunden, hat man mir gesagt, 3 bis 4 Stunden. Sicherlich wird das noch verbessert werden, alles vielleicht hält er dann irgendwann auch mal einen ganzen Tag. Im Moment ist hier ein Single-Atom-Prozessor eingebaut, hat seinen Grund, man hat es mir erklärt. Deshalb kann man auch die Bilder nur mit 720 Punkt, dieser ARD-ZDF-Norm, darstellen. Will man auf 1080, auf
großes HD, müsste man hier einen Dual-Intel-Prozessor hineinbauen. Dieser Dual-Intel-Prozessor kann nicht mehr mit natürlicher Kühlung arbeiten. Es müsste eine aktive Kühlung eingebaut werden. Der Akku würde größer werden, das ganze Gerät würde größer werden. Und da muss man irgendwelche Kompromisse machen. Und Sie haben ja gehört, was das ist. Und dann gibt es noch einen Kompromiss. Und das ist der Preis natürlich. So ganz genau weiß man es hier am Stand noch nicht. Der wird im Mai, Juni wird das Gerät zu haben sein. Und der Preis dürfte so zwischen 500 und 600 Euro liegen. Für Leute, die am Computer programmieren, für die wird es wahrscheinlich nichts sein. Die brauchen ihren großen Bildschirm. Aber für Leute, die sich mit Entertainment beschäftigen, die nur unterhalten werden wollen, die ab und zu mal da Internet machen wollen, die da eingreifen wollen, ist das die ideale Sache. Denn Sie können das mitnehmen und wenn Sie fertig damit sind, können Sie es Ihrer Frau weitergeben oder aber können Sie es irgendwo in der Ecke stellen und dann für den nächsten Entertainment-Tag das Ganze wieder zurückholen. Also ich finde es toll, ich glaube, es wird auch Erfolg haben und dass man hier den Kalender bedienen kann, dass man hier die ganzen Utilities, die Windows bietet, damit machen kann, ist klar. Und ja, ich hätte es gerne.